Afrim, ich habe eine neue Parfüm gekauft. Ist das Kreta Ventus? Afrim, das ist so teuer. Wenn man das benutzt, dann wird man unsichtbar. Und wenn wir dann unsichtbar sind, gehen wir in Umkleide von schönen Frauen. Heide, fangen wir an. Okay, heide los. Afrim, warum zeigst du mir dein Karotz? Meine Versace-Hose wird doch dreckig. Afrim, du bist so schlau, nimm mal. Gib mir sofort zurück, das kostet 1000 Euro. Ja, ich hab doch gesagt, wir zeigen unsere Arsch. Gib's du her. Hey, jetzt bin ich zu lock. Du kannst nie wieder geben, Ohrfeigen. Wie soll ich mit einer Hand mein Mercedes fahren? Ha, Afrim, du Fettsack. Wo ist jetzt deine fette Bauch? Ha! Deine Gesicht ist nichts mehr so hässlich. Ha! Jetzt ist deine Karotz weg, Afrim. Ein paar Sekunden später. Hey, da ist keine Parfüm mehr drin. Du Idiot, hast leer gemacht, das kostet 1000 Euro. Ja. Warte mal, Afrim, ich habe eine Idee. Was für eine Idee, Boschkim? Komm, Afrim, wir verkleiden uns als Kibi die Toilette und erschrecken Anissa. Wir sind Skibi die Toiletten. Runter damit. Anissa ist bis nach Kosovo geflogen. Boschkim, wen erschrecken wir als nächstes? Als nächstes Mr. Krebse. Afrim, hier in Zeitung steht, Mr. Krebse hat gesagt, er hat keine Angst. Ich habe keine Angst vor Skibi die Toiletten, steht hier in Zeitung. Das wollen wir doch mal sehen, Mr. Krebse. Kommt her, ihr Skibi die Toiletten. Mr. Krebse, wir sind Skibi die Toiletten. Zu spät, Mr. Krebse, wir haben in Toilette schon Korke gemacht. Guck mal, wie er Angst hat, Boschkim. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir verbrennen deine Glorauke. Nein, nicht mein First Edition Glorak. Afrim und Boschkim also. Wer sind diese Afrim und Boschkim? Boschkim, wir sind nackt, du Idiot. Krebs, ich schwöre dir, wir machen sowas nie wieder. Bitte, ich schwöre. Jo, Freunde, was geht ab? Wir hoffen, das Video hat euch gefallen, Freunde. Freunde, das war eine etwas alte SpongeBob-Parodie. Die letzte Version wurde leider gesperrt, deswegen habe ich die ein bisschen umgeschnitten, Freunde. Und wieder hochgeladen, weil ich wollte, dass die online bleibt. Deswegen nichts vergessen zu liken. Kommentieren. Und Glocke aktivieren, Freunde. Da kommt am Sonntag um 15 Uhr eine neue SpongeBob-Parodie. Wir sehen uns am Sonntag.